Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Pichler und in meinen Videos ist es mir wichtig, dir nicht nur Mut zu machen, dass du schaffst, was auch immer auf dich zukommt, sondern auch dir zu sagen, wie du es schaffen kannst. Im heutigen Video geht es darum, was man macht und wie man gut im Leben zurechtkommt, wenn man nicht reinpasst, wenn man anders ist als andere. Und da habe ich 4 Tipps für dich. Aber zuerst mal, bist du eigentlich ein sogenanntes schwarzes Schaf? Bist du anders als andere? Passt du nicht hinein aufgrund deines Aussehens, deiner Herkunft, deiner Interessen, deiner Vorstellungen vom Leben, deiner sexuellen Orientierung? Passt du da nicht so in das Schema, in dieses gesellschaftliche Schema rein? Bist du also ein schwarzes Schaf? Es ist nämlich ganz interessant, gerade diese Metapher des schwarzen Schafes. Stellt euch vor, eine Herde lauter weißer Schafe und in der Mitte ist ein schwarzes. Und lustigerweise ist diese Metapher total negativ behaftet, denn man sagt ja, ist das ein schwarzes Schaf der Familie? Ja, also negativ, erfüllt Erwartungen nicht, ist halt nicht so, wie man sich vorstellt. Und es ist aber immer negativ. Und warum eigentlich? Warum ist das schwarze Schaf eigentlich negativ? Weil es schwarz ist. Dafür kann es ja nichts. Ein schwarzes Schaf ist schwarz, weil es so geboren wurde. Ja, hat also ein schwarzes Fell. Nicht mehr und nicht weniger. Findest du dich in dieser Geschichte zum Beispiel? Findest du dich in dieser Geschichte, bist du eben so ein schwarzes Schaf in so einer weißen Schafherde? Das Interessante bei dem Faktor ist, wenn du anders bist, dass du, glaube ich, einmal eines verstehen musst, du bist einfach so geboren. Der Hermann Hesse, also der Literat Hermann Hesse, sagte, wer nicht hineinzupassen scheint, der ist immer ganz nah dran, sich selbst zu finden. Cool, oder? Und ich glaube, um das geht es im Leben. Es geht, also wenn ich von einer Sache in diesem Leben überzeugt bin, dann ist es das, dass wir hier auf dieser Welt sind, um unseren Weg zu gehen, um uns selbst zu finden, um unser Ding hier zu machen. Ja? Und das sagt Hermann Hesse. Wenn du also nicht reinpasst, dann bist du ganz nah dran, dass du auch deines machst. Dass du dein Leben, deine Potenziale, alles, was in dir ist, lebst. Das hat zum Beispiel auch Bob Dylan sagte, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich selbst zu sein, wer immer das sein mag. Und Leute, es ist wirklich komplett egal, warum ihr anders seid, weil es eben anders ausschaut, weil es was anders macht, weil es andere Interessen habt, weil es eine andere sexuelle Orientierung habt, andere Herkunft, weil ihr aus einer Familie von lauter Anwälten kommt und ihr Straßenkünstler werden wollt. Ja? Wurscht. Das ist komplett egal. Ihr seid einfach ihr selbst. Und darum geht's. Und was mir jetzt ganz wichtig in diesem Video ist, einfach euch zu sagen, dass es 4 Dinge gibt. Die Menschen, die anders sind, die nicht hineinpassen, machen können, damit sie ein zufriedenes und gutes Leben führen können. Mit ihrem Anderssein. Ja, weil was passiert, wenn du dein Anderssein nicht lebst und das immer unterdrückst, puff, runter, ja, und du nicht du selbst bist, auf Dauer wirst du krank. Ja, du wirst versuchen hineinzupassen, du wirst dich halt immer anpassen, immer kleiner machen, immer kleiner sozusagen, immer mehr zusammenrücken, immer enger werden und das ist nicht gesund. Es ist eine Möglichkeit und ich möchte auch mal ganz klar eines noch sagen, es müssen nicht alle anders sein. Ja? Es braucht das Anderssein und es braucht auch Menschen, die gleich sind. Das ist beides total okay. Nur Menschen, die gleich sind, die haben mehr voneinander. Ja? Davon gibt es mehr. Leute, die anders sind, haben nicht so viel. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen dieses ganz einzige schwarze Schaf in dieser weißen Herde ist, dann kann das auch manchmal ganz schön einsam sein. Aber nur zu den 4 Punkten. Der erste Punkt, und das ist der wesentlichste von allen, Leute, ist, wisse, wenn du anders bist, es ist okay. Du bist einfach so. Und weil du nicht wo hineinpasst, heißt nicht, dass du nicht okay bist. Das heißt nur, du passt da nicht hinein. Das ist das Einzige, was du zu dem einmal wissen musst. Dass du bist okay, so wie du bist. Wir alle, jeder Mensch, kommt in einer Einzigartigkeit auf diese Welt. Die verlieren wir auch mit der Zeit, weil wir uns gewissen Dingen anpassen. Und in einem gewissen Rahmen müssen wir uns auch in gesellschaftlichen Dingen anpassen, im Zusammenleben. Wir können auch nicht nur das machen, was wir wollen oder auch nur sein, wie wir sind. Wir müssen auch gewisse Kompromisse eingehen. Aber der Kompromiss darf nicht der sein, dass wir unser Leben nicht leben. Dieser Kompromiss ist zu groß. Und deswegen wisse noch einmal, wenn du wo nicht reinpasst, heißt eben nicht, dass du nicht okay bist. Du passt da nur nicht rein. Das ist das
Allereinzige, was du zu diesem Punkt wissen musst. Und dieses Vertrauen in dir solltest du haben. Sollten dir im besten Fall auch deine Eltern mitgeben. Dass sie dir einfach können, einfach weil du bist, bist du wertvoll. Punkt. Egal wie du bist. Wenn das Eltern nun mal nicht gemacht haben, auch aus eigenen Geschichten oder was weiß ich auch immer, ja, kann man es nicht ändern, dann muss man halt jetzt das selbst machen. Dieses Vertrauen in dich hinein zu entwickeln. Der zweite Punkt. Beginne in deine Einzigartigkeit auch einzutauchen. Langsam. Der Clou ist, so viele Menschen, die ganz anders waren, haben die Welt verändert. Ja, ich weiß ich nicht, ein Bill Gates. Also, ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was es ohne Microsoft früher gegeben hätte? Oder nehmen wir Steve Jobs. Wenn Steve Jobs nicht Steve Jobs gewesen wäre, in seiner ganzen Einzigartigkeit, die da war, dann würden wir heute nicht auf Tastentelefonen herumdrücken. Vor 20 Jahren hätte sich das keiner vorstellen können. Hätte es vor 20 Jahren jemandem gesagt, du hast ein Smartphone und da wirst du dann drucken und da schaust du Videos an. Und dann hätte ich gesagt, hallo, wo lebst du? Ja? Es braucht immer Menschen, die anders sind, damit sie eine Gesellschaft auch entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich mal beginnst, mit diesen Menschen zu solidarisieren. Wenn du also aus einer gewissen Gemeinschaft rauskommst, sagen wir, du kommst aus einem kleinen Dorf zum Beispiel, ja, und du bist nun mal anders, du bist auffällig aufgrund, was auch immer es sein mag, dann such dir, du kannst es im Internet suchen, du kannst Bücher lesen, such dir Menschen, die so sind wie du oder die so waren, weil dann beginnst du langsam zu begreifen, dass du nicht allein bist. Such dir gerade Menschen mit outcoming Themen, die brauchen auch Unterstützung. Such dir gewisse Gruppen, wo du dich austauschen kannst. Glaub mir, du bist einzigartig und es gibt immer Menschen, die auch so ähnlich sind wie du, nur gibt es sie nicht in der Dichte. Also sei wirklich so, dass du dich beginnst mit diesem Thema zu befassen und in diese Welt langsam einzutauchen. Wenn du das gemacht hast, wenn du in diese Welt eingetaucht bist, wenn du auch eine gewisse Sicherheit dafür bekommen hast, dann zeig dich. Zeig dich deinem Umfeld. Zeig dich deinen Freunden, zeig dich deiner Familie. Step by step. Ganz ruhig. Ja? Und achte darauf, welches Feedback du bekommst. Achte sofort die Menschen, die dich unterstützen, die sagen, du bist so, wie du bist. Auch bei Menschen, die jetzt ein Coming-out haben. Du wirst Menschen haben, die einfach sagen, das ist mir komplett egal. Ja, du bist so, wie du bist und deswegen mag ich dich. Bingo. Das sind Menschen, die dich wahrscheinlich sehr lange in deinem Leben begleiten werden. Dann gibt es Menschen, die es nicht verstehen, die dich auch ablehnen. Achte aber doch darauf, dass du anderen auch ein bisschen Zeit gibst. Du kannst nicht sofort erwarten, dass sie das alles verstehen, wenn ich nochmal zu dem Beispiel mit den Anwälten zurückkomme. Manche brauchen Zeit, auch gerade bei Coming-out-Prozessen bezüglich sexueller Orientierung. Die Leute verstehen es nicht gleich. Gib ihnen Zeit. Also erwarte nicht, dass die sofort sagen, hey, super, alles cool. Ja, das kann manchmal ein bisschen dauern. Und es wird aber auch Menschen geben, die das ablehnen und die dich so nicht akzeptieren. Das ist auch okay. Warum passiert das? Das passiert darum, weil wenn du anders bist, auch es Angst macht. Es macht Menschen Angst, dass du anders bist. Das konfrontiert sich ganz viel mit eigenen Unsicherheiten. Da kommt ganz viel rein, aber das brauchst du nicht. Es ist deren Thema, nicht dein Thema. Und deswegen achte ganz, ganz darauf, auf die Reaktion der Menschen. Und wenn du dich positionierst und zeigst, dann nimmst du sozusagen etwas hinzu. Und jetzt komme ich zum vierten Schritt und du lässt etwas los. Wenn du anders bist und dieses Anderssein lebst, in welcher Form auch immer, dann wirst du auch etwas loslassen müssen von deinem bisher gewohnten Leben. Und das ist okay, denn alles, was du loslässt, wirst du in einer anderen Form dazunehmen. Und das ist, suche dir die Gemeinschaft, suche dir die Verbindungen, suche dir die Menschen, die dich verstehen, die gern mit dir sind, die dich auf deinem Weg begleiten. Das ist nicht vielleicht deine Herkunftsfamilie, aber du schaffst dir eine ganz eigene Familie. Und das reicht aus, du. Ja? Du wirst dir eine eigene Familie, einen eigenen Freundeskreis schaffen, wo du dein Leben und deine Entwicklung weitergehst. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, um das geht es in diesem Leben. Es geht darum, dass wir unsere Entwicklung und unser Leben leben. Nicht, dass wir unser ganzes Leben lang versuchen, irgendwo reinzubasten, in irgendwelche Boxes, die andere machen mit ihren Erwartungshaltungen an dich, mit ihren Unsicherheiten, die sie schüren und was es auch immer sein mag. Dass die wirkliche Verantwortung, die du hast, ist dir gegenüber, deinem Leben. Und wenn du natürlich Kinder oder Partner, auch denen natürlich gegenüber. Aber es geht immer um dein Leben. Wenn du dein Leben lebst, dann bist du
wirklich in deinem Element, in deiner Kraft. Und dann kannst du genau das machen, bis die Reise halt vorbei ist in dem Leben. Aber wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, dann schaust du zurück und sagst, geil was. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Wenn du was kommentieren magst, freue ich mich darüber. Abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Du schaffst das.